Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Kinder, liebe Erwachsenen, Christen, liebe Schwestern und Brüder, heute gibt es eine ganz klassische Evangeliumstelle, eine wunderbare, ganz klar das Zentrale unseres christlichen Glaubens auf den Punkt gebracht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Kein Gebot, das wissen wir, ist größer als diese beiden. Eigentlich ist damit alles gesagt. Und meistens ist es am schwierigsten, bei solch eindeutigen Botschaften noch Sinnvolles herumzupredigen. Ich möchte deshalb das Augenmerk heute auf die richtige Ausgewogenheit legen, die meines Erachtens bei diesem Doppel- oder ich würde sagen, es ist ein Dreifachgebot wichtig ist. Für manche scheint es wichtig zu sein, wieder den ersten Teil sich neu oder überhaupt in Erinnerung zu rufen. Gott zu lieben, aber nicht irgendwie oberflächlich, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und allen Gedanken. Unser ganzes Leben soll bestimmt sein von dieser Liebe zu Gott, von der Sehnsucht, diesen Gott immer tiefer und mehr kennenzulernen. Hilfen dazu können das persönliche Gebet, das Lesen der Bibel, vielleicht einer Meditation, der Besuch des Gottesdienstes sein, sich diesem Gott verdankt zu wissen, auf ihn hin immer wieder neu zu leben, das ist der erste Teil und wohl die Grundlage unseres christlichen Lebens. Und dennoch wird dieses Gebot der Gottesliebe erweitert durch die Hinwendung zum Nächsten, gegen die Gefahr, in sich verschlossen zu bleiben und diese Liebe zu Gott nicht fruchtbar zu machen in unserem Leben. Den Nächsten zu lieben, bildet die Korrektur ganz im Sinne des barmherzigen Samariters. Wir kennen die Geschichte, da liegt einer am Wegesrand, halb verblutend, und zwei Menschen gehen vorbei und nicht umsonst sind das ein Priester und ein Levit, ein Tempeldiener. Um den Gottesdienst ja nicht zu versäumen, vergessen sie dabei auf diesen Nächsten, der neben ihnen liegt. Das Gebot Jesu hat eben nicht nur Gott, sondern ganz besonders auch unser Umfeld im Blick. Die Hinwendung zum Nächsten bricht jede exklusive Gottesbeziehung auf, um sie zu weiten und zu öffnen, hin auf den anderen. Manche, die eine vielleicht herausragende Gottesbeziehung zu haben scheinen, müssen vielleicht diesen zweiten Teil des Gebotes stärker im Blick haben, dass sich im christlichen Glauben auch
und vielleicht ganz besonders durch den Bruder und durch die Schwester zu Gott gelangen kann. Gerade im anderen, in der Familie, im Kind, im Ehepartner, in der Ehepartnerin, in demjenigen Menschen, der mir zur Seite gestellt ist, dort begegnet mir Gott. Gottesdienst ist Nächstendienst und umgekehrt erfahre ich Gott auch in meinem Gegenüber. Wer allerdings nur auf den Nächsten hin ausgerichtet ist, dem darf man wieder sagen, dass er auch seine ganz persönliche Beziehung zu Gott pflegen darf. Nicht vergessen und in der heutigen Zeit besonders wichtig scheint mir das Dritte zu sein, auf das wir immer wieder vergessen und das wir so nebenbei dazu sagen. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe sich selbst gegenüber. Viele Menschen finden diese Zeit gar nicht mehr. Gehen auf in Arbeit, Beruf und Stress, haben weder Zeit für die anderen, schon gar nicht für Gott und erst recht nicht für sich. Aber auch vielen, die in der Kirche oder in Arbeiten tätig sind, die sich ganz auf den Nächsten oder in den Menschendienst ausrichten, darf und muss man immer wieder sagen, man darf sich auch selbst etwas gönnen, um anderen etwas gönnen zu können. Wer sich selbst nichts gönnt, der gönnt auch anderen nichts, so heißt es in einem bekannten Spruch. Von falschem Egoismus kann man das aber befreien, indem man sagt, ich nehme mir Zeit für mich selbst, damit ich wieder später Zeit für den anderen, für den Nächsten, für Gott habe. Bei Exerzitien, die ich als Seminarist und auch als Priester immer wieder machen darf, heißt es als erstes immer, das Wichtigste ist, dass du einmal schläfst, wenn es 2 Tage oder 3 Tage lang dauert. Denn wer nicht ausgeruht ist, wer nicht gut wach ist, kann auch diese intensive Begegnung mit Gott nicht spüren. Alle 3 Elemente gilt es also, dieses Gebotes in ausgewogener Art und Weise miteinander zu verbinden und kontinuierlich immer wieder anzupassen und zu korrigieren. Unser Bischof spricht oft von den kommunizierenden Gefäßen, einem physikalischen Prinzip, wo Gefäße miteinander verbunden sind und wenn man in das eine etwas hineinleert, befüllen sich in gleicher Maßen auch die anderen, da sie miteinander verbunden sind. Wer aber auch etwas herausschöpft aus dem einen, da geht der Pegel bei den anderen Gefäßen in gleichem Maße zurück. Ich denke, auch bei diesem Doppel- oder Dreifachgebot hat das Leben in der Gottesbeziehung Auswirkungen auf den Dienst am Nächsten und dem Schauen auf sich und eben jeweils umgekehrt. Das kann und ist mitunter auch tröstlich und wichtig für all jene, die sich zum Beispiel aufopfernd in der Familie um kranke Familienmitglieder, um Sterbende kümmern müssen. Denn Nächstendienst ist eben auch Gottesdienst. Nicht als billige Ausrede, den Gottesdienst zu versäumen, sondern wirklich so gemeint. Vielleicht mag uns das heutige Evangelium dennoch Anlass sein, genau hinzuschauen, welcher Teil dieses Gebotes Jesu bei mir selbst wieder dran wäre. Gott mehr Raum in meinem Leben zu schenken. Vielleicht wieder einmal sich bewusst hinzuwenden auf den Nächsten oder auch auf mich selbst zu schauen. Wer genau in sich hineinhört, auf diese Stimme Gottes, der wird sicher immer wieder richtig im Geist Jesu handeln. Amen. Will ich dir danken, guter Gott, für deine große Liebe, die immer neu du schenkst, die immer neu du schenkst. Gott, du hast auch heute mir dein Licht gezeigt, deine Sonne, die niemals untergeht. Mach durch diesen Lichtstrahl mein Leben hell und froh. Gib mir Freude, auf deinem Weg zu gehen. Mit deinem Loblied auf meinen Lippen will ich dir danken, guter Gott, für deine große Liebe, die immer neu du schenkst.
Eine tiefe Freude fühle ich in mir, eine Freude, die wärmt und die mich trägt. Diese Freude soll stets ein Zeichen für mich sein, für die Liebe, mit der du mich umgibst. Mit deinem Loblied auf meinen Lippen will ich dir danken, guter Gott, für deine große Liebe, die immer neu du schenkst, die immer neu du schenkst. Lass mich diese Freude tragen in die Welt zu den Menschen, die dich noch nicht verstehen. Freude soll die Erde erfüllen über dich, weil du alles in deinen Händen trägst. Mit deinem Lob geht auf meinen Lippen, will ich dir danken, guter Gott.